Herzlich willkommen auf dem O2 My Service Kanal. Ich zeige dir heute, wie die Ersteinrichtung beim O2 HomeSpot 5G funktioniert. Zu Beginn benötigst du deinen O2 HomeSpot 5G inklusive beiliegendem Stromkabel und deine O2 SIM-Karte. Falls du deine SIM-Karte noch nicht aktiviert hast, hole dies jetzt unter o2.de/aktivieren nach, bevor du mit der Einrichtung fortfährst. Das SIM-Kartenfach befindet sich auf der Unterseite hinter dieser Gummiabdeckung. Öffne diese jetzt und drehe die Abdeckung beiseite. Die aktivierte SIM-Karte wird mit der abgeschnittenen Ecke oben links in den Router gesteckt, bis sie einrastet. Verschließe das SIM-Kartenfach jetzt wieder mit der Gummiabdeckung. Nun schauen wir uns einmal die Rückseite an. Ganz oben findest du die Zugangsdaten für die Bedienoberfläche sowie die Standard-WLAN-Daten. Da wir diese gleich brauchen, machst du von diesen am besten ein Foto, um sie gleich griffbereit zu haben. Falls du an deinen O2 HomeSpot 5G außerdem ein Telefon anschließen möchtest, dann geht das an der grauen Buchse per RJ11-Stecker. Falls dein Telefon nur einen TAE-Stecker besitzt, gibt es im Fachhandel für wenige Euro einen Adapter RJ11-Stecker zu TAE-Buchse. Ganz unten befindet sich dann der Steckplatz für das Stromkabel. Schließe das Stromkabel jetzt an und stecke die andere Seite in eine Steckdose. Drücke anschließend auf den On-Off-Knopf, um den Router einzuschalten. Nach einem kurzen Moment leuchtet, wie hier zu sehen, die WLAN-LED grün und die LTE 5G-LED rot. Das ist soweit normal, es muss erst noch die PIN-Nummer für die eingelegte SIM-Karte eingegeben werden. Dafür benötigst du jetzt ein internetfähiges Gerät. Ich verwende dafür einen Laptop. Geh in die WLAN-Einstellungen deines Gerätes und verbinde dich mit dem WLAN, dessen Name auf dem vorhin gezeigten Aufkleber steht. Gib anschließend das ebenfalls auf dem Aufkleber befindliche WLAN-Passwort ein. Öffne im nächsten Schritt deinen Browser und gib in der Adresszeile o2.spot ein. Gib hier das Passwort für die Benutzeroberfläche ein. Du wirst jetzt automatisch aufgefordert, die PIN deiner SIM-Karte einzugeben. Diese findest du oben links auf der Halterung, mit welcher du die SIM-Karte erhalten hast. Die PIN-Abfrage wird nach der ersten Eingabe automatisch deaktiviert, sodass dein O2 HomeSpot 5G künftig ohne diesen Schritt funktioniert. Bestätige deine PIN mit OK. Sobald der Internetstatus oben links auf OK wechselt, bist du mit dem Mobilfunknetz verbunden und du kannst deine Geräte mit dem WLAN des O2 HomeSpot 5G verbinden und lossurfen. Zum Schluss noch einige Tipps zur Bedienoberfläche. Unter Netzwerk und Status kannst du sehen, mit welcher Netzart, LTE oder 5G, du verbunden bist. Ebenfalls unter Netzwerk bei WLAN kannst du den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort in eine persönliche Bezeichnung ändern. Alle Änderungen solltest du dir aber gut aufschreiben, außerdem müssen sich alle bereits verbundenen Geräte erneut verbinden. Ganz unten unter SMS kannst du SMS einsehen, welche an deine O2 HomeSpot SIM-Karte gehen, zum Beispiel wenn du dich bei MeinO2 registrieren willst. Zum Schluss möchte ich dir noch die O2 My Service App ans Herz legen. Sie kann dich sowohl bei der Ersteinrichtung als auch bei einer eventuellen Problemlösung unterstützen. Und ganz wichtig, stelle deinen O2 HomeSpot 5G für das bestmögliche Surferlebnis, wenn möglich, immer an ein Fenster. Das soll's auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem O2 HomeSpot 5G. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, damit du keine Neuigkeiten mehr verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.